So Leute, da sind wir beim nächsten Booster. Wir haben nochmal eine kleine Zeitreise. Wir haben Kaltheim Draft Booster. Ich mag ja Draft Booster überhaupt nicht mehr. Ich bin ja tatsächlich ein Fan der Set Booster geworden. Und deswegen gehen wir hier relativ schnell durch. Wir haben einen Drugrore Anwerberin. 4 Mana 3-3 mit Prahlen. Was war denn nochmal? Prahlen. 4 Mana, wir bringen eine Kreaturenkarte aus dem Friedhof die Hand zurück. Das ist bockteuer. Und wir können diese Fähigkeit nur aktivieren, falls die Kreatur... Ah, okay, als Angreifer deklariert wurde. Okay, okay, und nur einmal pro Zug. Kriegshornruf. 5 Mana Spontanzauber, Kreaturen, die man kontrolliert, kriegen plus 2 plus 1. Für 3 Mana vorherbestimmen. Stimmt, man kann die Karte für 2 Mana verdeckt ins Exile setzen und für 3 Mana casten. Easy. Vorborteln aus Carvel. 2 Mana 1-3, man kriegt Tappen für ein blaues Mana. Man kann diese Fähigkeit nur benutzen, um eine Karte vorher zu bestimmen oder für einen Hexer oder Spontanzauber. Das ist cool. Zwergenverstärkung. 4 Mana, man kriegt 2-2-1 rote Zwergen Berserkerspielstein mit vorherbestimmen. Cool. Also ich will vorherbestimmen hier drin ist. Savuls Rudelmitglied. 4 Mana 3-3, wenn ins Spiel kommt, ziehen wir eine Karte. Dämonische Gabe. Das sieht hammer aus. 2 Mana Spontanzauber. Eine Kreatur in Survival kriegt plus 2 plus 0. Und immer wenn die Kreatur stirbt, bringen sie ins Spiel zurück. Das ist cool. What? Jarl der Vergessenen. Oh, Jarl. Ich mag das Wort. 4 Mana 3-2 mit Flash. Also kann reinbringen kommen. Und wenn er ins Spielfeld kommt, zerstören wir eine Kreatur oder Planeswalker unserer Wahl, die ein Gegner kontrolliert, der in diesem Zug bereits Schaden genommen hat. Okay. Mit Vorherbestimmen, das ist strong. Das ist strong. Vorherbestimmen 0. 3 Mana 2-3 Scarecrow. Wow. Wow, ich bin, wie viele Vorherbestimmkarten wir haben. Riesenochse. 2 Mana 0-6. Wenn er verwendet wird zum Croon, kann man die Verteidigungsstärke benutzen. Dann ist er nämlich ein 6er, weil er kann ziehen. Schädelangriff. Das sieht lustig aus. 4 Mana, ein Spieler deiner Wahl wirft 2 Karten ab. Falls 2 Karten abgeworfen wurden, ziehst du dafür eine. Weniger als 2 Karten ziehst du dafür Kartenhöhe der Differenz mit vorherbestimmt 2. Das ist eine sehr starke Karte. Ein sehr geiles Artwork. Entwurzelte Eibe. 5 Mana 5-4. Wenn die stirbt, durchsuchen wir unser Deck nach einer Kreaturenkarte mit Stärke oder Widerstandskraft von 6 oder mehr. Nehmen sie offen vor, nehmen sie auf die. Oben aufs Deck. Okay. Nee, wir nehmen sie auf die Hand. Wir nehmen sie auf die Hand und mischen in unser Deck. So. Helm der Draugure. 2 Mana für 4 Mana zum Ausrüsten. Wenn das Spiel kommt, können wir 3 Mana bezahlen. Wenn wir das tun, kriegen wir einen 2-2 schwarzen Zombie-Berserker-Spielstein, der daran ausgerüstet wird. Und die ausgerüstete Kreatur kriegt plus 2 plus 2 bedrohlich. Unsere letzte Ankam ist Inga Runenauge. 4 Mana 3-3. Wenn sie ins Spiel kommt, hält sich 3. Uff, okay. Wenn sie stirbt, ziehen wir 3 Karten, falls in diesem Zug 3 oder mehr Kreaturen gestorben sind. Und unser Rare ist König Narves Verrat. 3 Mana Saga. Die kommt ins Spiel und macht direkt jeder Spieler mild 4 Karten. Und dann kannst du aus jedem Friedhof eine Kreatur oder Planeswalker-Karte ins Exil schicken. Das ist cool. Oh. Das ist cool. Und bis zum Ende des Zuges, also 2 und 3, kannst du Zaubersprüche, die damit im Exil sind, wirken. Und du kannst Mana ausgeben, beliebiger Farbe. Schneiderwald. Sehr cool. Und ein Zwerg Berserker, den wir dafür brauchen. Ja, das war Kaltheim. Kaltheim, die Edition voller Berserker, Zwerge und eine Menge Vorherbestimmung. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis dahin, Abwechsel. Ciao, ciao.